Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video, Leute. Heute mache ich ein Unboxing von der Maske Winnie Pooh Blut und Honig und das Video startet jetzt. So Leute, jetzt packt ihr die Und ich Maske werde aus. die jetzt Maske auspacken. Auf jeden Fall, so sieht die Maske aus. Ich werde die auf jeden Fall bald aufsetzen. Auf jeden Fall dann. Bis gleich. Auf jeden Fall ist die Maske sehr gruselig. Auf jeden Fall ist die Maske sehr gruselig. Und jetzt sehen wir uns, bis er die angezogen hat. So, auf jeden Fall hat mein Bruder jetzt die Maske angezogen. Die sieht richtig creepy aus. So, mein Bruder, steh auf und zeig die Maske. This is not a dream. Auf jeden Fall sieht die Maske richtig gruselig aus. Und auf jeden Fall richtig blutig. Boah, seitlich sieht die auch richtig creepy aus. Jetzt zeig mal von hinten, Brudi. Boah. Der sieht mit der Jacke und mit der Maske richtig, richtig breit aus. Als wäre so irgendwie ein breiter Mafia-Boss. Und Leute, jetzt kommen wir zu dem Schlussteil. Later. So Leute, jetzt sagt euch mein Bruder, ob die Maske bequem ist oder nicht. Auf jeden Fall, die Maske war bequem, war etwas schwierig zu atmen, aber die Qualität ist auf jeden Fall gut. Das Anziehen, okay, ist etwas schwierig und rausziehen, aber ansonsten ist es eine sehr gute Maske, auf jeden Fall. Ja, du siehst ja auch richtig aus wie in so einem Dämon, Digga. Voll mit Absolut. Blut. Ja, So ein das sieht so richtiger Winnie-Pooh-Dämon. richtig, richtig aus wie ein gruseliger Winnie-Pooh-Dämon und auf jeden Fall. Statt Honig hast du Blut an dem Mund. Richtig. Auf jeden Fall ist da unten statt Honig Blut und auf jeden Fall sieht es komplett, komplett creepy aus. Ja, wir sind in Halloween, auf jeden Fall haben wir nicht geschafft, das Video zu drehen, aber Gott sei Dank, heute haben wir es geschafft. Aber die Maske in Halloween, die übertrifft alles. Wenn man da rausgeht, da erschreckt man jeden. Das zu 100%, auch wenn man in Party geht. Jeder wird sich da erschrecken. Ganz genau. Das war's dann mit dem Video, Leute. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und jetzt sagt mein Bruder noch was, der will sich auch von euch verabschieden. Auf jeden Fall, tschüss Leute, schreibt in die Kommentare, ob euch die Maske gefallen hat. Auf jeden Fall, uns hat die sehr gefallen. Und auf jeden Fall, ciao und bis dann. Bis dann. Adios, amigos.